Ja, moin. Ja, alles ist so bunt hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Es ladet noch ein bisschen. Und ja, es gibt verschiedene farbige Blabebes und so Sachen. Da wusste ich auch nicht. Rot, Orange, das ist aber die Weiterentwicklung. Blau, Weiß. Ich denke Blau, also ein Grün oder so. Nein, Grün gibt es wahrscheinlich. Orange gibt es noch. Ist aber auch die Weiterentwicklung. Nein, das ist die Weiterentwicklung Orange. Ja. Okay, und hier haben wir noch gelbe, irgendwelche Teile. Sehr interessant. Jo, für alle, die sich schon ein bisschen informiert haben, ich bin ja jetzt momentan jo, ziemlich krank mit meiner Nervenkrankheit ME/CFS. Ich muss also bald in eine Klinik, das wird wahrscheinlich morgen sein. Bis dann habe ich das hochgeladen. Wird das jetzt einfach ein bisschen Pause geben. Aber ich habe schon viel geplant, eben auch mit diesen schönen Bäumen und so, dass wir einfach mal das Segment von der Villa machen mit dem Naturtypen und eben noch andere machen, je nachdem. Ich denke, es können auch alle hin, irgendwo wir genug Platz haben. Leider geht es folgen, doch jetzt geht es wieder. Lol, Kamera safe. Hier die Villa zu machen, wirklich hier alles und vielleicht hier noch und so. Und die Drachenarena, also das Drachensegment einfach hier machen. Oder wir könnten es auch hier unten, hier was schön ist oder so machen. Mal gucken. Hier ist vielleicht noch eine größere Wiese. Auf jeden Fall nicht in der Wüste, wo wir dann alles so hässliche Bäume haben, so mit gedorrtem Zeugs. Genau. Und jo, wir sind jetzt einfach hier in der Nähe von den Menschen, genau hier oben. Und werden mal einfach mal gucken, was noch hier los ist. Ja, müssen wir ein bisschen laufen. Wir sind ja schnell. Und gehen dann zurück, um auch noch meine Sachen abzuladen. Also unsere Sachen sind gehören ja uns. Ich habe einfach so ein bisschen Sachen gepflanzt. Hier oben übrigens auch noch. Look gut mal da. Da. Ganz viele Sachen gesammelt aus dem Sumpf. Weil ich dieses eine Toxel gesucht habe. Mein stärkstes Pokémon, das ich eigentlich ja, haben kann, oder? Nicht in Dynalos oder so. Nö. Kein, Arceus oder so. Nö, es muss ein kleines Baby-Pokémon sein. Ja, jo. Gut. Jetzt schöne Blumen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Ding hat sich wieder resettet. Mist. Ständig immer dieses Resetten. Geht mir so auf den Keks. Wieso können die das nicht jo, anständig machen? Ist ja so schwierig, etwas zu safen, hä? Na gut, also hier haben wir noch einen Schwarzeigenwald, aber hier ist keine Menschen, hä? Wo ist jetzt wieder dieser? Eieiei. Früher war der Mod viel besser und jetzt macht er immer wieder ein Reset. Auch wieder Physik-Mods. Genau. Also da schon die Map und der Physik-Mod ist richtig nervig. Aber gut, dafür ist er auch gut. So, wir brauchen noch die anderen Fische. Also Barschwa brauchen wir noch. Wo ist denn Barschwa? Wo taucht er auf und so? Genau. Und ich habe noch ein paar neue Pokémon gefangen. Nicht wundern. Da brauchte ich sehr lange dafür. Weil die sind immer wieder ausgebrochen. Aber ich habe ein paar nicht starke, aber coole Pokémon gefangen. Aber das werde ich dann noch zeigen. Sobald wir hier ein bisschen etwas noch erkundet haben und vielleicht noch ein Pokémon oder den Pokentrainer mal besiegt haben für Geld. Jo, irgendwie so etwas. So, das ist nämlich ziemlich cool, wenn wir hier noch von diesen Sachen einsammeln können. Weil eben der Käfersegment muss halt viel Blumen und irgendwie so Sachen haben, die ein bisschen zeigen, ja, es ist käferartig, weil es gibt nicht so viele Blöcke, die käferartig sind. Oh, das ist ja mega cool hier. Sieht mega geil aus. Und Eisschollen haben wir auch nicht, auch noch, aber das haben wir ja gesehen im letzten Projekt. Eisschollen, Eisberge. Die bieten nicht so. Boah, wie hell sind die Bäume? Sieht schon geil aus. Okay, kehren wir hier wieder zurück. Nehmen wir mal weiter 2. Und jo, gehen wir ins Lager zurück und direkt mal zum PC. Also ich habe zuerst einmal Mitnahme-Items Pokémon hier reingetan ins Team.
Dann habe ich, so ein Flabebe in Blau, glaube ich. Das ist aber orange. Wo ist das Flabebe in Blau? Dann dieses komische Aqua. Ich tue jetzt mal die alle so ein bisschen ins Team holen, dass ich die ein bisschen besser zeigen kann. Das ist dieses komische Quallenvieh, Technikvieh. Und Flabebe in Orange haben wir schon mal gehabt, gezeigt kurz. Ninjada muss ich mit einem Pokéball im Inventar züchten. So Ninja Tom, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall nicht. Ja. Ohne Pokéball, sonst kommt nur Ninjada. Oder ist das Ninja Tom und Ninjada? Nein, Ninjada ist die Vorentwicklung. Aber irgendwie so zwei Pokémon werden entwickelt. Also es erscheinen dann einfach zwei Pokémon. So, dann tue ich mal ein paar Sachen rein. Gut, das bitte können wir auch mal hier rein. Gut. Als nächstes nehmen wir mal Ninjada. Ja, das ist die Vorentwicklung, okay. Zeigen und ja gut. So, jetzt. Dann holen wir noch Malzi raus. Das haben wir gezeigt. Pionskora habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ah, genau. Jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr habt ein majestätisches Wasser-Pokémon. Und dann, ja, ist es so klein. Ich muss. Es hat sogar einen Titel. Wieso hat das so einen Titel? Woran liegt das? Weil es so klein ist, Tagträumer. Verteidigung, SP-Angriff ist aber nicht so gut, zu klein. Ja, winzig. Pfiffig. Okay. Lapras. So süß. Oh, mega hirsch gegen kleines Labra. Ja, da habe ich lange gebraucht, bis ich das gefangen habe. Und hier noch. Ja, Pionskora ist größer. Ist größer als ein Lapras. Eine Meeresschildkröte. Jo, und das Mauzi ist eigentlich ganz normal, glaube ich, oder? Gucken wir gleich mal. Was ist da? Normal, ja. Ey, Hirsch. So, dann haben wir noch den hässlichsten Vogel der Welt. Den hässlichsten. Die hässlichste Rassel der Welt. Und das Blaue in Blabebe ist auch noch dort. Gut. Ist wirklich hässlich. Ist viel zu klein und keinen Kopf. Und das ist auch hässlich. Tut mir leid, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber es ist richtig hässlich. Und das Vieh erst. Ist ein Embryo, oder? Also eine Einzelle, zwei Zelle, Zellspaltung. Ja, stimmt, Zellspaltung wahrscheinlich. So, noch das Wichtigste. Die anderen muss ich wieder reintun. Das ist, glaube ich, das hier. Und noch das andere Pokémon, wie heißt es? Es ist das Fette. Hä, wo ist es? Ich dachte, ich hätte das Fette noch gesammelt. Das Mauzi war es doch, oder? Auf jeden Fall die Mitnahme, was nicht so gut funktioniert scheinbar. Genau, das ist einfach ganz klein und blau. Ist das auch? Klein, ja. Gut. Das Mauzi hat ja Mitnahme, oder? Ja. Und das hier? Damit einmal gut, dann ist das Team wieder komplett. Oder ich kann noch mal ein anderes reintun. Ah ja, ich muss ja eigentlich noch dieses Togedemaru mitnehmen. Und schauen, dass ich einen Attackenlerner habe. Oder einen Attackenlerner. Was ist das für ein Vieh? Ist eine Höhle oder so etwas? Komm, mach schnell. Ja, das ist eine Art Höhle. So, haben wir gerade etwas Spezielles im Blick? Nö. Ja, zum Glück geht es mir ziemlich gut wieder, aber ja, trotzdem muss ich halt schauen. Mein Gott, ich tue immer wieder. So, nicht verklicken. Das ist ein bisschen an meiner Krankheit, hat die Nervenprobleme, die machen ein bisschen unkonzentriert. Und ja, manchmal kann ich auch manche Sätze,
Wörter halt einfach nicht richtig sagen oder hab's einfach im Hintergrund mega. Dass ich da einfach das nicht rausholen kann mit meiner super ja, Gedächtnis und so. Grafisches Gedächtnis ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann wirklich viele Schmerzen habe und das blockiert so. So, richtig schön hier. Was ist das für ein Stein? Ist das Quarz? Ist das Salz? Ist das weißes Sand? Ja klar, weißer Sand hätte ich auch noch gesagt. Ist ja klar. Was? Dazit. Okay, hier muss ich merken. Okay. Weißer Sand. Hier baue ich sicher dann mal ein bisschen ab. Weil ich denke, ich könnte ja zum Beispiel die Eis... das Eissegment noch ein bisschen mit weißer Sand schmücken. Oder halt hier, also es gibt ja keine Tropen oder Inselding. Oder für die Insel vom Livestream dann, oder da diese Bar. Die könnte ich dann mit dem weißen Sand machen, stimmt. Easy. So, hier ist ein Wrack, vielleicht eine Schatzkarte, da gehen wir mal rein. Und was ist das? Ah, das ist einfach Eis. So Eis, ja. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich gerade erkennen kann. Okay, wir sind schon wieder voll. Hier nichts mehr sonst. Hallo Sardin. Die Sardinie, die leer ablaust. Oh ja. Loser. Bücher. Ja, eine Schatzkarte. Wunderbar. Also, die holen wir gleich. Gehen wir mal kurz zurück. Habe ich noch. Was? Meine Güte, wenn man einfach zu wenig Platz hat, stimmt. Ja. Geht nichts mehr. Ne? Okay. Nein, viele Sachen gehen nicht rein. Okay. Boah. Ja, machen wir die Karte direkt. So. Und wir suchen einfach noch im Westen. Da. So. Gut. Ja. Wir brauchen Trainer, wir brauchen Attackenlerner. Und die gibt es alle irgendwie nicht so schnell. Keine Ahnung. Ja, ich habe die... Oh, Yugong. Yugong ist einer meiner Lieblings-Pokémon von der ersten Gen gewesen. Und du? Du hast einen Eiswürfel am Kopf. Hallo. Auf dem Kopf. Hm? So weit drüben. Okay. Ja, ich brauche aber das Boot wieder. Ich will ja vorwärts machen. Ich will euch nicht langweilen. Ich brauche jetzt einfach die Trainer und die Pokémon erlernen. Ein paar Attacken erlernen. Oh, schön. Meine Güte, der Wölgenet ist so geil. Da im Süden. Was ist da? Ah, das ist auch wieder so ein... Ist das das Pelikan-Pokémon? Wie heißt es? Ja, das Blaue. Hä? Ja, das ist blau. Und wieso ist es immer gegen uns? Soll uns anschauen? Okay, Pokéball haben wir. Das brauchen wir im Inventar. Gut. Jo. Dann tun wir mal das Ausrüsten. Hä? Oder nein, wir leveln einfach. Also das Metbo muss uns... Das ist wieder dieses Wels-Pokémon von Lusadin, die Weiterentwicklung. Lusadon. Lusakaka. So, und das heißt, es ist irgendwo hier drüben. Der Schatz. Der Schatz dieses Partes. So weit unten. Also es muss wieder so ein einzelner Block nach oben sein. Nö. Hier ist kein Block nach oben, also ein Block höher. Ja, dann machen wir das wieder so. Ich bin ganz, ganz knapp daneben. So, jetzt hier unten. Muss jetzt die Schaufel schon wieder. Eieiei, mit das Auswissen. Ein alter Reif. Schilfe. So. Ja, was machen wir jetzt? Kurz nochmal zurückgehen. Ja, komm. Easy, easy. Schatzkarte. Eins. Ich
habe schon eine zweite irgendwo gesucht in einem Part, aber das ist jetzt das erste, was ich notiert. Gut, also sind die Items hier vom letzten, also zwischen dem letzten Part und diesem Part. Hier glaube ich auch, oder vom vorletzten Part dazwischen. Und hier unten vom drittletzten Part. Die anderen habe ich alle reingetan. In die Kisten. So, in die richtigen Kisten. Gut, also ich brauche jetzt Schatzkarte auch nicht mehr. Gut, das muss ich wissen. So, die Blumen sind manchmal mega schön. Also das werde ich sicher dann in der Wasserarena oder so hinklatschen. Ja, nicht Arena. Wir könnten schon eine Arena machen oder so Kampf. Dinger, oder? So Felder. Aber ich möchte einfach dort wohnen und so. Am liebsten. Ja, ich denke in der Kämpfer- und Wasserarena können wir dann schon noch diese Arenen machen. Gut. So da. Okay, dann haben wir den Schatz. Wo? Ja. Irgendwo hier. Ja, hier. Gut. Ja. Das dauert ein bisschen. Komm. So, sehr gut. Oh, komm, schwimmen. Also, wo haben wir jetzt dieses Biom hier vorne? Das ist auch wieder so ein Bar. Für eine Bar. Wir könnten die Bar eigentlich auch hier machen. Wäre auch nicht schlecht, haben wir auch Eisberge. Haben wir immer Eisberge, meine ich. Ja. Hier ist noch ein Sandhügel. Schon cool. Da ist etwas. Gehen wir mal außen herum. So eine Sandinsel wäre natürlich auch geil. Was ist das eigentlich hier? Das ist Strandgras. Cool. Und ja, die Korallen können wir noch nicht abbauen. Naja. Oh, cool. Oh. Ich finde dieses Sand so cool. Was, ein Feuerstein? Gut, so. Also, was ist das? Was ist das da drüben überhaupt? Und wie kommt man hier rein? Von ja. Okay, ist doch auch nur ein Gigantomax. Jo. Ja. So einen Wasserstein haben wir auch noch gefunden. Ah, in der Kiste wahrscheinlich. Und die Schatztruhe. Boah, wie groß ist denn das Paleper dort? Krass. Was ist das? Sieht irgendwie so aus wie das Galaxy-Hauptquartier. Von der Farben her. Ist es ein Tempel? Oder? Ja, ja, das ist wieder so ein Chalice. Okay. Oh, ich habe einen Knopf bekommen. Gibt es hier irgendwas zu holen? Nö. No Chalice. Okay, Weißler. Weimler. Nicht im Weg sein, sonst ertrinke ich noch. Gut, gehen wir weiter. Da ist aber auch irgendwas, das ist Sand. Das ist blaues Eis. Nein, Packeis. Cool. Die Hügel sind auch cool, diese Schneehügel. Oh, das ist Eis, ja. Nein, Schnee. Sumpf wieder? Nein, okay. Doch, da war halt immer noch. Schön, schön. Aber wir müssen irgendwie eine Wiese finden oder so, wo es einfach die Tränen gibt. Ich könnte mich irgendwo hinporten. Oh, Atmung. Jetzt bin ich wieder voll. Ja, ja, ich weiß. Ich bin sowas von einfach zu hastig unterwegs. Ich möchte halt euch ein bisschen etwas zeigen. Da kann man schon mal ein bisschen Zeit mitnehmen. Gut. So. Sehr schönes Biom. Mega Teil, hä? Huh?
Jetzt sind wir noch bei diesem Biomod. Cool. Ja, jetzt schauen wir einfach nach diesen Tränen, aber ich dachte, die sind sehr mehr, also die tauchen mehr auf, wenn man halt wirklich etwas sieht, wenn das Platz hat. Dass die Spawns auch immer wieder Platz haben. Naja. Tigerhügel. Okay, Tigerhügel heißt es jetzt dieses Mal mit diesem Biomsmod. Und wenn ihr das gesehen habt, ich kann es nicht zeigen, ja. Hier gibt es auch Mesa. Sieht einfach ganz anders aus. Jo. Und hier haben wir wieder den Herbstwald. Schön, schön, schön. Geil. So. Wir warten mal auf Spawns kurz. Jetzt kommen wieder Spawns. Ja, nicht so viel. Aber in der Nacht ist es meistens auch, ja, zum Beispiel Frühlpicks. Ich finde irgendwie Frühlpicks ist lohnenswert zu fangen. Das möchte ich gerne im Team haben. So. Probieren wir mal. Vulnona, das ist doch das schöne Pokémon dann. So. Direkt gefangen. Zu mitnehmen. So. Und dann haben wir irgendwie die falsche Richtung wieder. Okay, die Richtung. Ja, der Wald ist auch sehr schön. Aber eben die Spawn, also die NPCs, die fehlen mir ein bisschen. Die Lumise, ja, ist jetzt noch nicht so wichtig. Warte, das ist doch ein Käfer-Pokémon. Warte, warte. Machen wir mal einen Windstoß, vielleicht wird es besiegt. Ich hoffe ja nicht. Ich bin ja auch erst Level 11. Ja. Dafür jetzt auch wieder ein Hyperball, damit wir ihn besser besiegen. Also, ja, mehr Chance haben, es zu holen. Sie. Weil der andere, der rote Käfer, der ist dann männlich. Käferfänger. Okay, es gibt so ein Achievement, wenn man Käfer sammelt. Für wie viel? 10. 10 Käfer. Gut. Sehr schön. Natürlich konzentriere ich mich nicht nur auf Käfer, aber für den Anfang ist natürlich Käfer schon am besten, weil sie am low-leveligsten sind und sich so schnell entwickeln und so. Aber ja, ihr werdet dann sehen, ich werde natürlich gerne ein paar heftigere Pokémon trainieren. Vor allem das Aberratos da. Das Starter-Pokémon werde ich trainieren. Ich tue jetzt auch wieder ein bisschen. Nein, ich tue nicht. Ich will ja Smetpot trainieren. Wegen dem. Sporen, weiß nicht, Käfersporen oder so heißt. Genau. Also Trainer, kommt jetzt bitte. Muss ich kurz schlafen? Weißt du, Trainer sind ja immer viel stärker, also das, da müssen wir schon ein bisschen Glück haben, leider. Das ist doof gemacht. Ich hätte nicht so viel Glück basierend gemacht. Okay, Eneko. 27, ne. Oh. Da stürzt einfach ein Kramox runter. Okay. Ja, da gibt es Trainer, aber die sind stark. Wir gehen aber trotzdem mal kurz hin. Okay, hier haben wir noch ein bestimmtes, ja, Structurize. Mit einem Pokestop. Irgendwo war so ein Kürbishaus und das flog. Das wurde so nicht richtig gespawnt. Okay, geh raus aus meinem Schwamm. Meine Güte. Oh ja. Dankeschön. Also. Ja. Dankeschön. Tut mir leid. Ich musste mal. So, dann hier rüber mit dem Boot. Jetzt haben wir immer noch keine guten Pokémon, die uns leveln lassen. Immer noch keine Träne. Ja, ist ein bisschen schwierig. Den Baum habe ich, glaube ich, noch nicht, den roten.
Und die habe ich wahrscheinlich auch nicht. Muss ich? Ich muss. Ich habe keine Axt mehr. Was soll ich jetzt tun, wenn ich nichts mehr habe? Das ist doof. Wenn man alles zu Hause lässt. Aber ja. Also man sieht ein paar Tränen auf der Map, aber die sind alle im Turm. Na gut. Also ich finde wirklich der Biomes-Mod wirklich fantastisch gut. Außer, dass er nicht unbedingt so gute Locations für Häuser und so macht. Es hat viel zu ja, realistisch bzw. auch fantasyhaft. Ja, kann man nichts machen. So, ich halte euch, glaube ich, nicht aus mit den Bäumen sammeln. Die sammle ich dann wirklich wieder zwischen den Parts. Auch die roten da drüben, das sind die Ahorn. Oder so. Okay, die Setzlinge kommen aber nicht so gut runter. Also langweilen will ich ja euch nie. Ich schaue immer, dass ich natürlich auch so motivierend wie möglich mache. Halt einfach auch mit diesem System. Ich sehe immer wieder Let's Plays an. Auch mal englische. Die einfach nur durchrasseln und dann sagen, ich bin fertig und dann machen sie das nächste Projekt. Und das will ich nicht. Also ich will euch schon ein bisschen etwas zeigen, dass ihr auch motiviert seid, immer weiterzuschauen, oder? So sind sie ja nicht. Hey, der ist ja auch mega groß und der ist so winzig klein. Der ist 52, aber... Okay, du? Dich habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Sieht man das oben? Safari Ball ist für Pokémon. Okay, für Pokémon. Ja, ich habe es noch nicht. Zeig dich mal, wenn du das bist. Ich gar nicht so beobachtet. Das ist einfach eine Frucht. Der Steve Irwin, der Pokémon, ja, wegen dem Käfer. Giftpuder erstmal, okay. Schlafpuder. Stachelspur, das ist das, was ich brauche. Giftpuder ist ja nicht gut zum Fangen. So, dich, ja, Level 80, hä? Despotal Level 80. Tschüss. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ich dachte, du wärst noch nicht vom... Okay. Ich klaue einfach eure Feder. Eure Banner. So. Tschüss. Ich gehe wieder. Ja, sobald es mir wieder besser geht, kann ich ja vom Server auch wieder mehr machen. Auch den Server für Pixelmon dann machen. Und so Sachen. Jo, ich freue mich riesig. Ich mache gerne viel für euch. Remoride. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr noch so wollt. Wieder Nestball. Nein, Nestball ist ja ein anderer Ball. Safari Ball, was? Ich habe irgendwas hier gesehen. Laubstaffel habe ich schon genügend gesammelt. Das sind eigentlich grün, ja. So. Also wir sind bald ready. Der ist auch viel größer. Wir sind bald ready. Ja, schon mal die WLAN ein bisschen zu designen. Vielleicht wird sie anfangs noch nicht so schön aussehen, aber es gibt ja Deko-Kräfte drin. Es gibt, Chisel und Beats und so. Man kann wunderschöne Sachen designen. Das will ich auch machen. Ich freue mich drauf. So. Und in der Leistung werden wir eher so Pokémon fangen. Und sie auch trainieren. Auch Loot sammeln. So Sachen. Genau. Also schauen wir mal wieder auf der Map. Okay, ein Gebirge, ein Herbstwald da oben. Knapfel. Knapfel ist Pflanze Drache. Kann das sein? Muss es ja. Ich glaube, ich nehme das Knapfel mit. Und diesen Torf können wir eigentlich auch so langsam abbauen hier. Ist Knapfel hin, da oben immer. Sind die immer auf den Bäumen? Die spawnen irgendwie immer auf den Bäumen, auf den Blättern oben. Ja gut, dann nehmen wir es ja nicht mit. Okay, ich muss ein paar Pokémon erhalten. Also,
Ja, Pokémon-Item reinlegen. So, ich brauche ein bisschen Torf. Torf. Geht sehr schnell. Echt. So, also Teddy Ursa möchte ich dann auch irgendwann mal haben. So, Teddy Bear, der motiviert immer. Parfi ist ein Flug-Pokémon-Fee. Okay. Ist eigentlich ziemlich einfach zu erkennen, was sie für Typen haben und was sie darstellen, aber doch manchmal eher. Das Gefühl, man irrt sich, oder? Krokusli. Krokusli. Ja. Haben wir schon viel gesammelt. Die blauen Bären haben wir auch schon gesammelt. Ja, gehen wir ins Gebirge oder so. Wisst ihr was zum Abschluss? Oh, es ist schon 31. Nein. Doch 31. Ja, wir müssen das verschieben auf den nächsten Part. Gut, was ist das hier? Okay, das habe ich ja schon gesehen. Hierhin möchte ich noch kurz gehen. So, machen wir einen kurzen, längeren Part. Für die Unterbrechung. Boah. Boah, was ist das? Ah. Okay, das ist der Celebi-Schrein, hä? Von der zweiten Generation, denke ich mal. Okay. Eine Seelaterne. Aber sonst ist nichts hier. Gut, hier machen wir dann Pause. Dankeschön fürs Zusehen. Und viel Spaß noch mit anderen Dingen, gell? Genießt euer Leben. Und ich komme dann zurück, wenn ich wieder gesund bin. Gell? Ich muss jetzt zuerst einmal meine Nerven schonen. Das wird einige Zeit gehen. Ich denke mal so 4 bis 12 Tagen ungefähr. Jo. Und dann melde ich mich wieder zurück. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.